Hallo zusammen, wir machen heute wieder ein Gun-Tutorial. Und zwar geht es mir um das Handling am Gun. Es ist wichtig, dass wir dran das rumschleifen und das rumgehen, ohne dass wir die Kontrolle verlieren, wo wir sind. Grundlegend, wie ihr wisst, haben wir das eine Ende, wo wir den Fuß nennen, das andere, wo wir den Kopf nennen. Meistens ist das dicke Ende der Fuß, das dünne der Kopf. Wenn es der gleiche Stab ist, dann spielt es keine Rolle. Greifen tun wir eigentlich so, dass wir hinten nachher nur noch ein kleines Stück frei haben. Nicht, dass wir zu weit sind, weil wir vorne nachher nichts zum Schlau und keine Kraft vorne nachher. Wenn es möglichst weit hinten, dass wir vorne nachher viel Schlagkraft haben. Oder auch nicht zu weit vorne haben, weil dann ist die Muskelkraft gegen weiter hinten haben. Dann tut es vorne nachher mehr Auswirkungen haben. Einfach das Hebelgesetz. Jetzt, eine einfache Übung zum Lehren. Am richtigen Ort stoppen. Das ist, wenn man vorne geht und zurücknimmt. Ja, am anderen Ort. Vorne gehen und zurücknehmen. Ihr seht hier, wie viel das übrig ist. Vorne und zurück. Vorne und zurück. Ja, vorne und zurück. Kehren oben durch. Kehren oben durch. Und immer schauen, dass man genug früh stoppt oder am richtigen Ort haben. Ja, dann kann man auch zweimal kehren. Dreimal kehren, dass man es einfach immer wieder hat, am richtigen Ort. Weil dann können wir nicht das für überall, wo wir es brauchen. Ob wir jetzt dran drehen, hier oben runterkommen, ja, die Hanni wieder richtig. Ist egal, was wir machen, dass wir es immer wieder am richtigen Ort haben. Tut das wirklich zu Herzen nehmen, und dann kann der Gun noch gut funktionieren. Also, bis zum nächsten.